solidarischer zu gestalten. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke. Ja. Entschuldigen Sie, ich habe es jetzt nicht, ich habe den Wechsel nicht mitbekommen. Denke ich mir, welcher Mann spricht da? Wer ist denn das jetzt? Ich wollte nur sagen, ich komme aus Schleswig-Holstein, aus Kiel. Wir haben die Bayern gestern geschlagen, insofern kann ich nachvollziehen, dass Sie den Wechsel nicht mitbekommen haben. Nein, falsch. Beklemmend ist die Lage bei den Sterbezahlen. Es wurde uns lange gesagt, die vulnerablen Gruppen können nicht geschützt werden. Frau Bundeskanzlerin, wir hatten zu der Frage hier eine Auseinandersetzung. Wir haben vorgeschlagen, FFP2-Masken auszugeben, Wochen später erst umgesetzt. Wir haben Teststrategien vorgeschlagen, erst im Januar in der Bund-Länder-Beschlussfassung. Zögerlich wurden die Vorschläge umgesetzt. Bis heute ist kaum vermittelbar, dass Ski- und Rodelpisten besser kontrolliert werden als der Zugang zu Alten- und Pflegeheimen. Die Ereignisse von Berlin wie von Washington waren beide das Ergebnis eines jahrelangen Angriffs auf die Wahrheit, eines Angriffs aus Fakten und Vernunft, von Wissenschaft und Logik. Schon Hannah Arendt hat das beschrieben. Die Zerstörung des Wissens um das, was richtig ist, was Fakten sind, schafft die Voraussetzung für totalitäre Regime. Und ich wünsche mir, die Bundesregierung würde bei Sicherheitsgesetzen mehr nach der Maxime vorgehen, gestalte jedes Gesetz so, dass es auch in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht standhält und nicht umgekehrt. Das wäre mal ein guter Vorsatz. Fällt der Präsenzunterricht aus, dann leiden Schülerinnen und Schüler am meisten. Und schändlich, welchen Schaden sie derzeit nehmen müssen. Allen voran die, die zu jung sind für Distanzunterricht, und die finanziell Schwachen. Die soziale Kluft wächst, das Miteinander kommt ins Stocken. Denn auch die Eltern leiden, Mütter, Alleinerziehende. Homeoffice, Homecare, Homeschooling, alles drei parallel kaum zu steuern. Dann Niedersachsen hat mir vor wenigen Tagen folgende E-Mail geschrieben. Ich habe den Betrieb von meinem Vater mit 5 Mitarbeitern übernommen. Heute beschäftigen wir über 400 Menschen, sind massiv vom Lockdown betroffen und die von der Bundesregierung versprochenen Hilfen kommen einfach nicht an. Anstatt dass man sich darum kümmert, wird in der Politik die Wiederauflage der Vermögenssteuer diskutiert, die unserem Unternehmen den letzten Stoß versetzen würde. Und dann weiter. Ich bin fassungslos. Dem, meine Damen und Herren, ist wirklich nichts hinzuzufügen. Das Primat muss bei Präsenzveranstaltungen liegen, und nur dann werden wir dem zustimmen. Und meine Damen und Herren, es ist wichtig, dass wir das hier interfraktionell miteinander diskutieren, dass wir diese Regelung auf den Weg bringen. Ich glaube aber und halte es für möglich, für sehr gut möglich und übrigens auch für wünschenswert, dass diese Regelung am Ende gar nicht zur Anwendung kommt. Das wäre das Beste, und in diesem Sinne freuen wir uns auf die Debatte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Sie sollten noch mal recherchieren, unter welchen Bedingungen ich bereits gewählt worden bin. Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, nicht alles, was FDP-Abgeordnete sagen, ist zutreffend.